Hi Leute und damit herzlich willkommen zu Elden Ring, dem neuesten Titel von From Software, ihrerseits Begründer des Souls-like-Genres und Entwickler der Soulsborne und Sekiro-Spiele und vielleicht noch des ein oder anderen Mech-Games, das ich aber auch nicht kenne. Aber hier geht's um Elden Ring, dem geistigen Nachfolger der Soulsborne-Spiele quasi, die ja berühmt-berüchtigt für ihren Schwierigkeitsgrad sind. Und ich gehe davon aus, dass Elden Ring dem auch in nichts nachstehen wird und es durchaus auch den ein oder anderen Moment geben wird, wo ich dieses Spiel und mich selbst verfluchen werde. Also das Spiel, weil es so schwierig ist und mich selbst, weil ich angefangen habe, es zu spielen. Genau, was ist noch neu an Elden Ring? Elden Ring spielt in einer Open World, in einer offenen Spielwelt. Das ist für From Software relativ ungewöhnlich bzw. neu. Die Soulsborne-Spiele haben ja doch eher immer in Welten mit relativ abgeschlossenen Gebieten gespielt, die aber irgendwie in sich ineinander verwoben waren. Hier ist es komplett offen, man kann sich komplett frei bewegen, die Welt erkunden und erforschen, wie man möchte. Und da bin ich mal sehr gespannt darauf, wie sie das hinbekommen haben. Und außerdem wurde die Lore zu Elden Ring von George R. R. Martin geschrieben, dem Autor von Game of Thrones, beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer, ne? Wie die, beziehungsweise dem Lied von Eis und Feuer, wie die Romane auf Deutsch heißen, ne? Genau, alles große Namen, hohe Erwartungen. Ich bin sehr gespannt, ob das Spiel diesen Erwartungen gerecht wird. Wenn man so der aktuellen Pressebewertung Glauben schenken darf, tut es das. Der Wertungsspiegel ist überragend hoch. Und ja, davon überzeugen wir uns jetzt hier zusammen und fangen ein neues Spiel an. Ich muss dazu sagen, es ist das zweite Mal, dass ich dieses Spiel anfange, weil die erste Aufnahmesession einfach mal in die Grütze gegangen sind. Ungefähr 25% aller Frames wurden geskippt in der Aufnahme, was in einer super ruckeligen Aufnahme resultiert ist. Und die wollte ich euch nicht weiter präsentieren. Deswegen bin ich auch ein bisschen angesickt. Also die erste Stunde wird jetzt knapp nicht blind sein, der Rest natürlich schon, weil es immer noch Release-Tag quasi ist, beziehungsweise immer noch einen Tag vor Release, wo ich jetzt hier aufnehme. genau, hier hatte ich die Einstellung, hatte ich schon mal soweit gemacht. Und dann kommen wir jetzt direkt in die Charakterauswahl. Wie gesagt, es ist natürlich blind. Und eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was mich erwartet, weil ich null informiert bin, weil ich in der Regel, um mich nicht zu spoilern, sehr wenig Berichte und Videos über kommende Spiele schaue. Und ich habe es auch in diesem Spiel nicht getan. So, das sind die ganzen Charakterklassen, die wir hier zur Auswahl haben. Hier war ich schon ein bisschen verwundert, dass man die nur so mit Bildchen präsentiert kriegt. Aber wenn man, was war's? Genau, wenn man Dreieck drückt, dann kriegt man immerhin noch die Konditionen oder die Attributspunkte gezeigt, mit denen diese Charakterklassen anfangen und die Waffen, mit denen sie ausgestattet sind, auch wenn einem weiter ansonsten nichts erläutert wird. Ich spiele ja meistens Melee in Rollenspielen und Action-Rollenspielen, deswegen den ersten Durchgang hier werde ich auch als Melee antreten, entweder mit einer Klasse, die auf die primär auf Stärke basiert oder maximal eine Stärke-Geschicklichkeits-Mischung, also eher den kräftigen Hau drauf statt den geschickten. Und hier sieht man auch schon, dass es im Prinzip der Held ist, ne? Der erste ist sehr ausgeglichen, was Kraft, Kondition, Stärke und Geschick angeht. Der zweite geht sehr stark auf Geschick. Der Held geht sehr stark auf Stärke. Ich glaube, der Bandit, hier sieht man es auch schon, der Chat mit Pfeil und Bogen, das ist dann eher der Pfeil- und Bogenkünstler. Astrologe hat sehr hohe Weisheit, ist also irgendein Caster. Er hat sehr viel Glaube, der Prophet ist also auch irgendein Caster. Der Samurai ist irgendwie auf fernöstliche Waffen spezialisiert. Ich glaube, der Gefangene, wir können gleich nochmal die Texte lesen. Ist irgendwie auch ein Caster, glaube ich. Geschick und Weisheit. Er ist so ein bisschen Stärke und Glaube, ist so ein bisschen Paladin-mäßig. Und der Bettler, der einfach mal gar nichts hat. So. Ich nehme den Helden als Stärke-Archetyp. Wobei, bei From Software ist es ja immer so, dass die Klassen gar nicht so festgeschrieben sind. Man bestimmt die Startwerte und die Startausrüstung. Ansonsten sind eigentlich alle Charaktere gleich. Man kann sie über die Verteilung der Attributspunkte und Austausch der Ausrüstung eigentlich in jede Richtung weiterentwickeln. Das ist nur eine kleine Bestimmung der Startsettings und des Startequips. So, das ist auch geil. Bitte wählt einen Körpertyp aus. Typ A oder Typ B, aber sie zeigen einen hier gar nicht den Unterschied. Aber ich meine, es war die Auswahl zwischen männlich und weiblich. Dementsprechend nehme ich Typ A männlich.
Ich wollte hier doch was eingeben. So, wir nennen uns natürlich Drechsel. Jo, Typ A. Hier sieht man es jetzt auch, wenn man es switcht. Das ist, glaube ich, die Frau, ne? Obwohl sie sich vom Gesicht her kaum verändert. Vom Gesicht her könnte ich gar nicht sagen, dass das eine Frau ist. Aber da sie irgendwas um ihre Brüste gebunden hat, würde ich das mal grob als Frau interpretieren. Aber wir bleiben beim Mann. Wir nehmen das Alter erwachsen. Älter ist mir dann doch ein bisschen zu alt. Wir bleiben einfach erwachsen. Ursprung Held. Hier sieht man übrigens auch die Beschreibungstexte. Ne? Super krass, dass sie einen das erst aussuchen lassen. Und hier sieht man mal die Beschreibungstexte. Hier ein Ritter, verbannt aus seiner Heimat auf ewiger Wanderschaft. Solide Rüstung, ein beidhändig bewaffneter, nomadischer Krieger, außergewöhnliche Technik. Ein standhafter Held mit Streitaxt, Nachkomme eines Häuptlings aus dem Ödland. Ein gefährlicher Bandit, der Schwachpunkte angreift. Ausgezeichneter Bogenschütze. Ein Gelehrter, der sein Schicksal aus den Sternen liest. Steinzauberei liegt ihm im Blut. Ein Seher, verbannt wegen seiner düsteren Prophezeiung, bewandert in heidenden Anrufungen. Ein geschickter Kämpfer, also bis hierhin eigentlich alles auch relativ From Software klassisch, würde ich sagen. Ein geschickter Kämpfer aus dem Schilfland, bevorzugt Katanas und Langbögen. Das haben sie so ein bisschen aus Sekiro übernommen, würde ich sagen. Ein Gefangener mit eiserner Maske. Vor seiner Verurteilung gehörte er zur Elite und studierte Schimmerstein-Zauberei. Also auch eher was mit Zaubern. Ein Spion des Klerus. Versiert in Schwertechniken und Anrufungen und der Bettler, der einfach gar nichts kann. Ein armer Teufel, nackt wie am Tag seiner Geburt. Eine Keule ist alles, was er besitzt. Wie gesagt, wir bleiben hier beim Helden war es, ne? Ja, nicht, dass ich jetzt aus Versehen was Falsches auswähle. Andenken ist, glaube ich, so ein kleiner Startbonus, den man kriegen kann. In der Regel entscheide ich mich da für nichts. Ich will das Spiel einfach so starten, ohne weitere Hilfen. So, detailliertes Aussehen. Alter, erwachsen. Stimme, wie konnte man die... Ah. Ja, ich glaube, ich hatte die genommen. Gesicht und Haar ändern. Hier war ich ein bisschen überrascht, dass man keine Frisur oder so auswählen kann. Ich habe es zumindest nirgendwo gesehen. Gesichtszüge, Struktur... Man kann hier zwar Haar wählen... Ach doch, ah, ich habe es beim letzten Mal nur nicht gecheckt. Ja, ich finde die Menüs auch seltsam. H10, okay, ja, hier kann man doch eine Frisur auswählen. Das ist dann doch tatsächlich irgendwie neu für mich. So, zeige ich mal so ein bisschen von schräg vorne, damit man die Unterschiede mal so sehen kann. Glaube, das ist auch geil. Sieht der überhaupt irgendwas? Okay, es gibt doch einige Frisuren. Boah, es ist aber schon ein bisschen weiblich hier alles. Wie geil ist das mit so einem Pony? Und Haaren an den Seiten. Nee. Ich fand das irgendwie witzig. Mit dem Typen, der nichts sehen kann. Ja, den nehmen wir. ja, Haarfarbe und so kann von mir aus auch alles bleiben. Gesichtsbehaarung, Bartfarbe, Glanz, Wurzel, Dunkelheit, weißes Haar, Stoppeln. Also Bart kann man... Ah, jetzt, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, wie man beim ersten Mal, wie man hier verschiedene Bärte und so aussuchen kann. Ja, ich bin jetzt keiner, der stundenlang in die Charakter, in das Charakteraussehen investiert. Ich begnüge mich meistens mit den Presets. So, hier nehmen wir noch ein bisschen Bart dazu. Augen, Hautdetails, Poren, Hautglanz. Nee, das muss ich alles nicht. Kosmetik, nee, brauche ich auch nicht. Aber was ich letztes Mal gemacht habe, was man jetzt natürlich nicht so ganz sieht. Dafür muss ich auch noch mal kurz die Frisur wegmachen. Ich will es jetzt trotzdem haben. Wir merken uns mal 12. Wir machen jetzt die Glatze. Tattoo. So, ist, genau. Ich hatte mir... Im Prinzip übers rechte Auge, nee, übers linke Auge... so einen Kratzer gemacht. Das fand ich dann irgendwie doch ganz cool. So, als wenn uns da im Kampf mal irgendjemand mit seiner Kralle eine im Gesicht mitgegeben hat. Aber dank der neuen Frisur, die ich jetzt gefunden habe, sieht man es eh kaum noch. Okay, ja, und irgendwo konnte man den Körper noch ändern. Muskulatur. Genau, hatte ich, glaube ich, noch muskulös gemacht und das war es so gewesen.
im Großen und Ganzen. Man kann sich das als Favorit speichern. Machen wir es mal. Falls ich das Spiel doch nochmal von vorne beginnen muss, hätte ich jetzt mein Preset gespeichert. So, man sieht jetzt schon, wir haben irgendeinen Hut oder irgendeinen Stofffetzen auf dem Kopf. Da sieht man die Haare und sowas eh schon kaum noch. So, Spiel wird mit diesem Charakter gestartet. Fortfahren. Ja, bitte. Auch in diesem Spiel starten wir natürlich mit einer sehr mysteriösen und verworrenen Handlung. Aber schauen wir es uns jetzt nochmal, beziehungsweise ich schaue es mir nochmal an. Ihr jetzt eventuell zum ersten Mal. Tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Im Zwischenland wurde der Ring zerschlagen. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. Okay, Marikas Kinder lösen irgendwie das Chaos aus, oder was? Mit den Ringfragmenten. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Zur Loslösung vom höheren Willen. Aha. Rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Der Lockruf der Gnade. Horalu, chieftain of the Badlands. Ever brilliant gold mask. Fear the deathbed companion, the loathsome dung eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Okay, der Allwissende liegt im Sarg. Und sieht auch gar nicht so lebendig aus, da frage ich mich, wie er noch alles wissen kann. Aber okay, waren das jetzt die Nachfahren von Marika oder was? Oder wer wurde uns da jetzt gerade vorgestellt? Das habe ich aber beim ersten Mal, glaube ich, schon nicht gerafft. Whom Grace would again bless. A tarnished of no renown. Across the fog, to the lands between, to stand before the Elden Ring, and become the Elden Lord. Ja, also irgendwie werden so ein paar Befleckte begnadigt. Wir sind einer davon und sind auf der Suche nach den Elden Ring Fragmenten oder nach dem Elden Ring selbst letztendlich und sollen der neue Eldenfürst werden. Das ist mal grob so das, was ich mitgenommen habe. Jo, dann schauen wir mal. Nachricht lesen. Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des
Elden führst. Ich sag, glaube ich, öfters auch Elben. Das erinnert mich eher sehr an Herr der Ringe hier mit den ganzen Ringen und so. Naja, es geht auf jeden Fall um Elden. Falls ich Elben sage, ich meine in der Regel Elden. Also mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des Eldenfürsten. Genau, das ist irgendwie unser Ziel. Und wir haben schon was geplündert, den runzligen Finger des Befleckten. Ja. Was macht der? Haben wir ein Inventar? Über das Inventarmenü könnt ihr die Objekte ansehen, die ihr tragt, sie fallen lassen oder wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeuge aus dem Inventarmenü benutzen. Großansicht und Erklärung zeigen, Charakterdaten umschalten. Okay, das Ding haben wir gerade eingesammelt, ne? Zum Schreiben von Nachrichten an andere Welten. Objekt für Online-Spiele. Kann auch über Nachrichtenmenü benutzt werden. Dient zum Schreiben von Nachrichten. Eure Nachrichten werden in andere Welten gesandt, wo andere Spieler sie lesen können. Ein fast völlig abgemagerter Finger aus dem Leichenlipid. Aus Leichenlipid. Ein Relikt der Vorfahren, das den Nachfahren helfen soll. Wie immer in meinem ersten Durchgang bei From Software Spielen, spiele ich den ersten Durchgang übrigens offline, weil ich nicht eigentlich die komplette Solo-Erfahrung haben möchte und weder gestört werden möchte, noch Hilfe haben möchte. So, die Kapelle der Erwartung verlassen wir gerade. Er ist die Kamerasteuerung. Und da hinten sehen wir schon irgendwie eine Art Burg oder sowas und einen riesigen leuchtenden Baum. Den hat man natürlich auch schon irgendwie mal öfters auf irgendwelchen Screenshots und sonst was gesehen. Und ja, ansonsten wird uns hier eigentlich noch gar nicht viel mitgeteilt. Und hier ist auch erstmal nicht viel zu finden. Wie gesagt, ich kenne die erste Stunde jetzt schon. Das finde ich selber ein bisschen blöd, weil ich hier jetzt schon ungefähr weiß, dass hier nichts passiert und wo ich so her muss und dass hier nichts zu finden ist. Beim ersten Mal habe ich mich hier natürlich auch ein bisschen umgeguckt. Aber irgendwie ist hier nichts. Wir folgen mal einfach dem Weg weiter. Wir sind hier irgendwie auch strange. Es macht so den Eindruck, als wenn wir hier auf so ein paar fliegenden Inseln sind. Hier ist auf jeden Fall nichts unter uns. Wo mal irgendwie so eine Kirche und so ein paar Ruinen draufstehen. Jo, und hier erwartet schon ein Gegner auf uns. Der verpflanzte Spross, der uns natürlich ummatchen soll. Beim ersten Mal hatte ich hier überhaupt nichts auf dem Kasten. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert, weil ich sie auch nicht mehr in Erinnerung hatte aus anderen From-Spielen. Autsch. Aber wir haben keine Heilung und ich werde ihn auch jetzt nicht besiegen. Aber ich habe immerhin schon mal ein, zwei Treffer gelandet. Das ist mir beim letzten Mal nicht gelungen, aber auch jetzt sind wir so gut wie hinüber. Boah. Okay, er hat auch einige Moves drauf mit ordentlich Reichweite und so. Also es ist auch so gewollt und gedacht, dass man hier erstmal stirbt. Ja. Und jetzt wachen wir wundersamerweise woanders auf. Es gab irgendeinen Wasserplatscher. Und ja, jetzt schauen wir mal, was das hier gibt. Hier ist auf jeden Fall auch ein bisschen Wasser auf dem Boden. Vielleicht sind wir auch mit unserer ganzen Insel abgestürzt. Wer weiß das schon so genau? Ja. Ach ja, genau. Reiten können wir natürlich auch irgendwann in diesem Spiel. Das ist somit das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch weiß. Natürlich, weil man sich in dieser offenen Welt auch noch effektiv und schnell bewegen können muss. Keine Sorge, Sturmwind. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Natürlich weiß sie das, wer auch immer sie ist. Even if it does violate the Golden Order. The Golden Order.
Tja, es werden einem hier irgendwie wieder Begriffe und Bruchstücke einer Lore um die Ohren gehauen. Ohne weitere Erklärung. Mal gucken, was davon noch so ans Tageslicht gerät und was weiter verworren bleibt. Wahrscheinlich, vermute ich, bleibt eigentlich zu 90% alles verworren, weil es bei From Software eigentlich immer so ist. Da ist auch schon so ein leuchtender Ast. Also in der Regel verstehe ich die Story von From Software nur im ganz, ganz Groben und Details. Wir haben Flaschen mit Purpurtränen erhalten und mit Himmelstränen. Details, wenn sie mich interessieren von der Story und von der Lore her, muss ich mir in der Regel eher googeln. Und das wird wahrscheinlich auch hier der Fall sein, bei dem, was sich George R. R. Martin ausgedacht hat. Die Höhle des Wissens liegt tiefer unten. Oh, aus Versehen gesprungen. Reden. Tapferer Befleckter, wagt den Sprung des Lernens und des Echos. Erinnert euch an die Kunst des Krieges und euer Kriegerblut. Ja, da weiß ich jetzt natürlich auch schon, was hier passiert. So, hier ist so ein goldener... Sieht aus wie so ein Zweig von diesem riesigen goldenen Baum, den wir draußen schon gesehen haben, ne? Genau, hier geht's eigentlich weiter. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber wir gehen hier noch nicht weiter. Beim letzten Mal, man sieht schon, da oben liegt noch was rum und da hinten auch, wobei ich da hinten auch beim letzten Mal so oder so nicht dran gekommen bin. Aber er will einem eigentlich verklausuliert sagen, dass wenn du hier runterspringst, dass da unten das Tutorial auf uns wartet. Tapferer Befleckter wagt den Sprung des Lernens und des Echos. Da unten lernen wir. Erinnert euch an die Kunst des Krieges und euer Kriegerblut. Genau. Das ist so eine kleine Tutorial-Runde, die werden wir jetzt auf jeden Fall noch zusammen drehen. Genau, das HUD wird automatisch ausgeblendet. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt, ne? Oder ob ich es lieber direkt dauerhaft angezeigt lassen möchte. Boah, hier ist so dunkel, ich sehe nichts. Da oben liegt auf jeden Fall auch noch was, aber da bin ich auch beim ersten Mal nicht hingekommen. So, wir springen jetzt mal hier runter. Zack. Zack. So. Quadrat ist Objekte nutzen. Und nach unten drücken ist Gegenstände wechseln. Die Fläschchen, die wir bekommen haben, die ersten, hier sind drei, das sind drei Heilfläschchen. Und das ist ein Fläschchen für unsere Magie, Energie. Ich glaube, sie heißt irgendwie FL im Spiel oder so. Fragt mich nicht. Jo, der Ort der Gnade. Das Rasten an einem Ort der Gnade stellt eure LP und FP. FP ist das, was wir für Magie brauchen, wieder her. Und befreit euch von Statusleiden. Außerdem werden alle Heiligflaschen aufgefüllt. Durch diese Rast kehrt der Großteil eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Orte der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Diese Erklärung erhaltet ihr als Informationsobjekte und könnt sie jederzeit über euer Inventar aufrufen. Genau, es gibt hier irgendwo aus einen so einen Punkt. Informationsobjekt. Genau, und da steht genau der Text, den wir gerade schon gesehen haben. Also man kriegt diese Hilfetexte sogar noch ins Inventar gesteckt. Ist das nicht nett, Leute? So, und hier steht schon ein erster Typ drin. R3, Kamera zurücksetzen, Ziel aus- oder abwählen. Genau, mit R3 kann man einen Gegner fokussieren. Angriff R1, rechte Hand und Zweihandwaffe. Zack. Und unseren ersten Gegner umgemetzelt und unsere erste Erfahrung bekommen. Rechts unten sieht man es. Ich glaube, ihr seht es nicht, weil ich glaube, ich davor sitze. Da unten, rechts unten steht halt nur, dass wir 11 Erfahrungen oder wie sie auch in diesem Spiel auch immer heißt, bekommen haben oder gerade haben. Glaube ich, nicht so spektakulär die Anzeige. Deswegen habe ich mich da platziert. Zack. Ich hoffe, da erscheint nicht im Laufe des Spiels noch mehr, sonst muss ich mich nochmal irgendwie repositionieren. Starker Angriff, rechte Hand und Zweihandwaffen ist R2. Um einen Angriff abzuwehren, haltet ihr eine Waffe in der linken Hand oder mit beiden Händen. Schilde sind besonders effektiv für die Abwehr. Also ich kann auch mit einer Waffe in der linken Hand abwehren, oder wie? Das Abwehren verbraucht Ausdauer. Verbraucht ihr all eure Ausdauer beim Abwehren, bricht eure Haltung. Ja, so Sekiro-like, ne? Aber ich glaube... Boah, okay, ich hab fast einen abgekriegt, weil ich nochmal eine langsame Attacke hinterher gesetzt habe. Und da hat er auch schon gerade ausgeholt. Oh, da steht ja noch einer. Ich glaube, das mit den Haltungen, also prinzipiell war es in den alten Soulsborne-Spielen ja auch so, wenn man keine Ausdauer mehr hatte, dann war man ziemlich im Arsch am Kampf. Ich weiß nicht, ob es auch einen Haltungsschaden gab oder was man einfach nur nicht mehr rollen und ausweichen konnte und man deswegen am Arsch war. Hier ist es auf jeden Fall so ein bisschen Sekiro-like, dass man so die Haltung dann quasi aufbricht. Ihr könnt gegnerischen Angriffen durch eine Ausweichrolle oder einen Schritt zurück entgehen. Jede dieser Aktionen verbraucht Ausdauer. So, wenn ich nichts drücke und Kreis drücke, macht man einen Schritt zurück. Wenn ich irgendeine Richtung drücke und Kreis drücke,
Mach mal eine Ausweichrolle. Oh, hast du vorbeigeschlagen, mein Freund? Das tut mir ja leid. So, X ist springen. Soweit, so gut. Genau, Kreis halten, sprinten. Das weiß ich natürlich auch. Materialien sammeln. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Rovafrucht. Warum hat er das jetzt gemacht? Ich habe überhaupt nichts gedrückt. So, das hier wollen wir auch einsammeln. Noch eine Rovafrucht. Genau, mit Kreis kann man rennen. Ich habe immer das Bedürfnis, mit Drück auf L zu rennen. Ich weiß nicht, ob es in den alten Soulsborne-Spielen so war oder ich das noch aus irgendeinem anderen Spiel gerade in der Angewohnheit habe. Ihr werdet mich auf jeden Fall wahrscheinlich viel ducken sehen, wenn ich eigentlich rennen möchte. Ihr könnt für jede Hand bis zu 3 Waffen ausrüsten und dann zwischen ihnen wechseln. Führt ihr Waffen beidhändig, erhöht ihr eure Angriffskraft um 50% und Gegner können die Angriffe nicht so leicht mit einem Schild abwehren. Links und rechts Waffe wechseln und Dreieck und L1 oder R1 Waffen mit beiden Händen führen. Achso, nee, das Schild wollte ich nicht mit beiden Händen führen. Ich wollte das hier mal ausprobieren mit beiden Händen. Zack! Okay, jetzt hat er sein Schild doch verloren. Aber irgendwie... Au! Ja, man sieht schon, ich muss sie zweimal treffen mit der zweihändigen Axt hier. Mit der einhändigen wäre es wahrscheinlich ein bisschen öfters gewesen. Und dann öffnet er auf jeden Fall kurz sein Schild. Dann hat er wahrscheinlich all seine Ausdauer verloren. Ich gehe mal davon aus, das wird uns selbst auch noch ein paar Mal passieren. Bei fixiertem Ziel. Ziel wechseln. Ja, okay, danke. So, hinüber. Die sind ja schon alle ein bisschen ungelenk hier, ne? Aber okay, es ist auch noch so gefühlt das Tutorial. Da steht auch noch einer rum. Ach so, den haben wir jetzt witzigerweise gar nicht bemerkt. Ich weiß noch beim ersten Mal. Da unten sind wir schon hergelaufen. Genau, da haben wir, glaube ich, diese Früchte geerntet. Und beim ersten Mal, also mit meiner verkackten Aufnahme, hat er auf uns geschossen von oben. Hat er jetzt gar nicht gemacht, ne? Ich habe den gar nicht bemerkt. Waffen haben Talente, also besondere Fähigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente, von mächtigen Angriffen bis hin zu zeitlich begrenzten Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht FP. L2 ist das Talent. So. Das Talent dieses Schildes ist die normale Parade, wie man sie auch aus alten Spielen kennt. Man sieht es auch da links. Und ich vermute mal, wenn ich richtig pariere, was ich so gut wie nie mache, weil man jetzt schon sieht, dass ich es vom Timing her nicht hinkriege, dass man die Gegner und die Animationen dafür sehr genau kennen muss. Komm, mach nochmal. Man sieht es schon. Ich bin eher der normale Blocken- und Ausweichrollen-Typ. Weil ich es einfach nicht gebacken bekomme. So, deswegen, Parry ist irgendwie eigentlich schon mal ein doofes Talent für mich. Ich hoffe mal, es gibt für Schild- und Axtspieler noch irgendwelche anderen tollen Talente. Das war auf jeden Fall nicht so geil. So, wir heilen uns einmal. Was wollte ich noch sagen? Genau, ich spiele erstmal im Quality-Modus, weil die Performance sowohl im Performance-Modus als auch im Quality-Modus so ein bisschen durchwachsen sein soll. Sowohl im Performance-Modus bietet sie keine stabilen 60 FPS. Im Quality-Modus, also im 4K-Modus, erst recht nicht. Aber erstens bin ich da eh nicht so ein Rumheuler wie manch anderer, was die Frames angeht. Und ganz ehrlich, wenn es überall instabil ist, kann ich auch direkt 4K zocken. So, duckt euch, um schwerer von Gegnern entdeckt zu werden, besonders effektiv im hohen Gras. Angriffe auf einen Gegner, der euch nicht bemerkt hat, verursacht mehr Schaden als normal. Umschwerer, besonders effektiv im hohen Gras. Aber ich brauche nicht zwingend hohes Gras, oder wie? Ja, ich glaube, bei diesen Billo-Gegnern, ne, merkt man das noch nicht mal, weil sie so oder so mit einem Schlag mehr oder weniger direkt hinüber sind. R1 hinter Gegner, kritische Treffer. Nur R1, nicht R2, oder wie? Na gut.
Einige Angriffe können die Haltung eines Gegners brechen und euch die Chance auf einen kritischen Treffer gewähren. Mit aufgeladenen Sprungangriffen ist es besonders einfach, die Haltung eines Gegners zu durchbrechen. Halten Sturmangriff beim Springen Sprungangriff. Roms. Ja, okay. Wenn man sie damit mal trifft, man sieht es genau, wenn sie ihre Haltung quasi durchbrochen haben. Dann können sie sich eine kurze Zeit lang nicht mehr wehren und sacken zusammen, lassen ihr Schild fallen bzw. senken es ab. Whatever. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Haben wir ja schon beim letzten Mal gefragt. Ja, wo ist der große Unterschied? Warum macht man da zwei verschiedene Sachen raus? Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier und werden dann wohl hier wiederbelebt. Hat sich nicht so ganz erschlossen. So, jetzt haben wir auch schon die erste halbe Stunde eigentlich um. Deswegen würde ich sagen, man sieht schon, hier ist eine Nebelwand. Nebelwand bedeutet meistens Boss. Der erste Boss im Spiel hier im Tutorial-Gebiet. So viel sei schon mal gespoilert. Er ist nicht so schwierig, aber den gönnen wir uns beim nächsten Mal. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.